Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Ich muss ja ganz kurz den Level einstellen. Z-Level. Warum tut sich da nichts? Ich gucke mal ganz kurz nach, welcher Level das überhaupt ist. Eine 5-Minuten-Partie, da brauche ich Level 19. Level 19, Level 19, Level, Set Level. Was war das gerade der hier? Warum kann ich den Level nicht einstellen? Level 20, okay. Verdammt. So, jetzt haben wir es doch. So, Level 20 ist 10 Minuten. Dadurch, dass er ohne Theorie spielt, haut er ihn sowieso früher oder später aus dem Buch raus. Eine 10 Minuten Partie. 6 Megahertz, mehr geht nicht für einen Super-Expert. Gab es eine 6 Megahertz Version? Na gut, es ist schneller als 5 Megahertz, aber auch jetzt nicht so wahnsinnig schneller. Dass beim Schachcomputer so eine Rolle spielt, 6 oder 5 MHz, ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. So, E2, E4. Der Super-Expert ist ja noch ein Buch, deswegen wird das für ihn noch ein Buch sein. E5 und. Klar, er muss natürlich jetzt wieder rechnen. Ich bin mal gespannt, wann der Roma ihn raushaut. Ich habe das in einer Partie letztens erst gesehen. Dass der Schachcomputer ohne Theorie spielte. Er spielt also Mittelgambit. Das Mittelgambit ist es ja nicht. Es ist ja kein Gambit. Jetzt bin ich mal gespannt. Dame D3, das ist auf jeden Fall cleverer als das Super Chess System. Wo Dame D3 jetzt auch nicht die wahnsinnige Antwort ist. Ich würde beinahe schon sagen, Dame A4 wäre doch eine bessere Antwort. Mit der Idee, dass er wie Skandinavisch dann, dann C3 und später damit C2 zurück. Weil ich finde, wenn im Skandinavier das nicht verkehrt sein kann, warum soll es dann hier verkehrt sein? Dame E3 ist Burad, versperrt ja den Läufer. Ich würde vielleicht sogar Dame A4 machen. Und man sieht schon, der Super-Expert ist jetzt aus dem Buch. Jetzt sind hier gleiche Bedingungen. Das ist eh. Immer. Ich habe da schon Stellung gesehen, habe ich erst gedacht, er steht eigentlich relativ schlecht. Und dann später hat er doch die Partie gewonnen. Deswegen, man konnte den gar nicht die ganze Theorie eingeben. Wie viele Züge würdest du denn eingeben? 6 Millionen Positionen oder sowas? Weil irgendwie, auch mit Dame A4, dann wäre er ja auch aus dem Buch gewesen. Gestern habe ich es geschafft, mir eine Doublette zu holen. Mann. War ich im Fachmarkt, habe mir ein paar Filme geholt für einen Filmabend. Und hole mir aus welchen Gründen auch immer Jumanji, also diesen mit The Rock, Dwayne Johnson. Und habe den schon. Jetzt schenke ich den meiner Freundin. Das will ich kann es mir eigentlich gar nicht mal leisten, Filme zu holen, die ich schon kenne. Weil häufig habe ich die Filme dann sowieso schon. Da ich mir mit Vin Diesel eingeholt, diesen Bloodshot, wo er so ein Superhelden das spielt, der quasi, wie könnte man sagen, das ist quasi wieder T. Eine Superversion vom T-1000. Nur als Mensch. Weil der, wenn er so. Da setzt sich wieder, da hat so eine super Selbstheilung, also wenn sein halbes Gesicht weg ist, dann das sind wie so, ja, es sollen so Minimaschinen sein. So Nanomaschinen, die wohl immer zusammensetzen. Ich fand den eigentlich gar nicht mal so schlecht, den Film, muss ich ehrlich sagen. Ich fand den recht unterhaltsam. Wie manche geschrieben haben, das schlechteste Film des Jahres bekommt, schlechteste Superheldenfilm bekommt eine Fortsetzung. Ich finde, das ist viel zu sehr geworden, dass Leute meinen, ihre Meinung
anderen aufzwingen zu müssen. Indem die jetzt eine negative Meinung zu einem Film haben und dann so nach dem Motto, jetzt muss gefälligst jeder diese Meinung haben. Oder diese Meinung vertreten. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Da kann der, was will er spielen? Dame C4 könnte er machen. Mit der Idee Springer C2 schlägt Schach, König D1, Springer A1, Dame C5. Und dann zwei Figuren zu bekommen. Ja, Schwarz bekommt dann Turm Bauer. Das wäre so ein bisschen der Gedanke dabei. Und dann habe ich mir noch angesehen Sonic. Mit Jim Carrey. Als Dr. Robotnik. Ich fand den auch recht spaßig. So für einen unterhaltsamen Filmabend war das super. Jetzt habe ich noch hier. Was steht da vorne? Bad Boys for Life. Habe ich mal noch geholt. Die waren bis auf den. Auf den Sonic, der war 9,99 €, waren die alle 5,50 €. Deswegen ließ ich das so verkraften, dass ich mir einen doppelten geholt habe. Ich leg den Film an, überleg mir so, den hast du doch schon. Das Blöde ist, ich wusste im Laden nicht, ob ich den auf Netflix gesehen habe oder ob ich den auch selber als Film hatte. Jetzt werde ich wohl eher machen, Filme holen, die ich gar nicht kenne. Da weiß ich dann, dass ich die nicht habe. Zum Beispiel den zweiten Teil von Jumanji. Oder Godzilla. Den aktuellen Teil werde ich mir den auch noch holen, wenn er auf Blu-ray kommt. Witzig fand ich, dass wer ist denn dieser Superheldenfilm von Disney, der auch auf Disney Plus zu sehen ist? Den gibt es auch schon auf Blu-ray. F6E8. Was ich gar nicht gefunden habe, war The Mandalorian. Diese Star Wars Serie von Disney. Die habe ich da gar nicht gesehen. Ob die vielleicht gar nicht rausbringen, um damit quasi neue Leute zu Disney Plus zu bringen? Gadi. Er könnte F6 machen. F7, F6, genau. Von selbst diesen Sonic-Film, wenn man den als Unterhaltungsfilm ansieht, war das doch okay. Ich sehe mir die Filme aber auch nie an, dass ich mir jetzt überlege, was erwarte ich jetzt vor diesem Film und dann male ich mir vielleicht in den buntesten Bildern aus, wie ich jetzt die Optimalversion dieses Films mir vorstelle. Ich gucke mir einfach den Film an, erwarte nichts und fertig. Mag ja sein, dass für die Leute das dann der schlechteste aller Superheldenfilme ist. Die müssen doch nicht so tun in ihrer Meinung, wenn die schreiben. Das war sogar so eine Kinoseite oder was das war. Die müssen doch nicht dann so tun, als wäre das jetzt die Meinung aller. Als müssten alle jetzt diesen Film als scheiße ansehen, weil die Experten dieser Kinoseite den Film als schlecht ansehen. Er hat sich halt inspirieren lassen. Vom T-1000 hat er quasi diesen Flüssigzustand gehabt. Das ist ja gut, er hat jetzt nicht diesen Flüssigzustand, sondern der war mit Nanomaschinen bestückt als Blut. Und die haben ihn dann quasi zusammengesetzt wieder. Egal wie, auch wenn er durch eine Granate kaputt gegangen ist, dann haben die den auch wieder zusammengesetzt. In Windeseile.
Aber ich wäre trotzdem gespannt auf den zweiten Teil. Ich sehe auch gerne Vin Diesel. Und dass diese Filme Klamauk sind, das ist mir auch klar. Die sind alle Klamauk, diese Superheldenfilme. Da gibt es nicht irgendwie für mich das jetzt, ja, dass irgendwie ein reales Universum wäre. Da nehme ich ja schon eher die Matrix als für bare Münze. C8G4. Aber man sieht, es ist gar nicht zwingend erforderlich, beide aus dem Buch zu bringen. Ich weiß aber gar nicht, ob man das hier könnte. Kann er mal gucken, er hat hier alles hier das stehen, aber nein, ich muss eins sowas führen. So, jetzt würde ich gucken, ob hier irgendwo steht. Ja, das kann man wohl vergessen, hier irgendwas nachzugucken, ist verboten. Da müsste zumindest irgendwo eine Book-Taste sein. Also für Buch. Und wenn man dann da drauf drückt, dann ist quasi ohne Buch. Aber ich sehe sowas hier nicht. Gambit-Book und sowas. Dame F3 schlägt. B6 D4. Best Random. Best Move Random. Tournament Book. Also ich finde jetzt hier auf Anhieb das nicht. Man müsste aber per Memory einfach, wo geht das dann? Wenn ich auf Memory eingebe, E3, E6, E4, E5, dann müsste aber trotzdem noch ein Buch sein und das ist dann auch Out of Book. Läufer E6. D8, E8. Pro-Opening Book. Both Books. Was ist denn Pro-Opening Book? Okay. Ist das dann quasi, dass er nur den harten Kern spielt? Also, meinetwegen auf E4 spielt er dann nur E5? Und auf D4 nur Springer F6 und alles andere nicht, was er im Buch hat. Quasi das, was wirklich der Maschine am allerbesten liegt, das ist dann Pro Opening Book. Und Both Books, beide Bücher? Change Color. Print Book. Auf Printbook schreibt er dann das ganze Buch. Ich glaube, schiebt nur die Partie, die man spielt, und das Öffnungsbuch dann davon. F6, E4. Man könnte auch C3 nehmen, einfach die Figur. Darauf wird es wohl auch hinauslaufen. Jetzt muss er schon die Damen tauschen, da muss der Turm wegziehen. Der kann aber nicht nach E1 wegen dem Läufer. Turm AD1. Ja, er ist ja noch gedeckt durch den Läufer, deswegen ist das nicht ganz so dramatisch. Weiß hat das Läuferpaar. Vielleicht Turm D3 jetzt, obwohl das greift ja nicht so wenig an. Das wird dann, wie mich erst mal zum Regal hin hat, was mir nachgesehen, da muss ich ihn gleich für nochmal raus. Die Blu-ray, demnächst also wieder.
Also The Mandalorian würde ich mir gerne holen, aber wenn man dann liest im Internet, dass manchmal das liebe, gute, tolle, weite Internet ist ja manchmal eher gruselig. Aber beim Mediamarkt auf der Website finde ich den Film auch nicht. Wenn ich dann The Mandalorian eingebe, DVD oder so, dann findet er auch nichts. Dann ist das wohl noch nicht draußen. Ja, kommt jetzt darauf an, ob der, wer jetzt gute Endspielkenntnisse hat. A7, A6. Also durch diesen eingesperrten Turm, aber das Problem ist ja, wie will er an den Turm rankommen? Ja, jetzt könnte er den Turm F1 nach D1 und dann droht ja schon König F1. Dann kostet er schon die Qualität. Ist natürlich wichtig, dass der Läufer gedeckt ist durch den Turm, weil wenn meinetwegen Turm D5 gekommen wäre, und dann, keine Ahnung, H6, Turm FD1, B6, um irgendwelche Lückenfüller einzufügen. Und dann König F1, dann wäre ja Turm E3 schlägt gekommen, weil die Festung gewesen wäre. Und deswegen Turm D3. Das wird jetzt schwierig für den Super-Expert, wie er den Turm da hält. Ich habe das Gefühl, er spielt sogar einen Ticken besser ohne Theorie als mit Theorie. Der Roma 2. Da ich so nachgesehen, dann hatten die auch den Herr der Ringe als Blu-ray und den Hobbit als Blu-ray. Den würde ich mir noch nicht mal als Blu-ray holen. Die Star Wars Episode 1, 2, 3 als Blu-ray. Ich weiß nicht, ob das die Filme jetzt besser machen würde, wenn man die auf Blu-ray sieht. Ich habe die im Kino gesehen. Da waren die eigentlich recht unterhaltsam. Aber das sind keine Filme, die ich jetzt ständig nochmal nachgucken würde. Wie Herr der Ringe oder sowas, die man sich ab und zu immer wieder mal ansieht. Die sind einfach zu langatmig, zu langweilig. Das ist das Problem. Die haben zu viel dazu gedichtet. Das wäre nur ein Kinderbuch, nur ein Band. Also wie willst du einen Dreiteiler mit 3 Stunden Spiellänge pro Teil machen? Von einem Buch, von einem Kinderbuch, das war noch nicht mal ein wahnsinnig dickes Buch. Ich frage mich, ob man hätte diesen Bauern nicht decken können. Obwohl A4 wäre nicht gegangen. Das kostet zwar die Qualität, aber es kostet ja auch eine Handvoll Bauern. Jetzt haben wir einen Bauern schon mal für einen Super-Expert. Wenn er jetzt den Läufer schlägt, dann schlägt der Turm und dann. Ja, die Qualität muss sich ja geben. Das Problem ist, jetzt fehlt B4 aber auch. Und dann war Läufer 2 Bauern für den Turm. Und das könnte man schon als Kompensation ansehen. Läufer D5. Ich will mal kurz. Ich muss mal beiseite. Also hat Läufer 2 Bauern für den Turm. So. Ja, und jetzt muss der Läufer erstmal reagieren. Ach, ich lasse den Bauern den Turm an. Turm F3. Na gut, der Bauer B7 ist angegriffen, da kann aber sowieso nicht gedeckt werden, weil der Springer dann hängen würde. Also Turmtausch, Läufer schlägt, dann Springer D4, dann auf B7 wegschlagen. Dann auf F3. Der Bauer nimmt und dann Läufer B6. Wo ist rot der Matt? Das Problem ist jetzt der Springer D4, Turm B7. Er schlägt und dann droht erstmal das Schachmatt. Also er kann also nicht mit Läufer B6 den Bauern decken. Er muss das Matt decken, dann fällt C7 auch noch.
Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Qualität wirklich so viel wiegt. Das ist eine. Ja, vier Bauern gegen einen. Also ich würde das Ding tatsächlich noch auf Gewinn spielen, aber wie willst du das machen? Wie will man diesen Bauern so flott kriegen auf der A-Linie? Auf jeden Fall erstmal den König aktivieren. Ja, muss ja C5 spielen. C5, dann droht schon D5, D4. Also ich würde das mit Schwarz auf Gewinn spielen. Mit dem König rüber, E6, F7, E6, D5. Da kannst du ja die Bauern angreifen, aber die werden sowieso einfach gedeckt. Und der soll sowieso nach A5 ziehen, der Bauer. Den König zum Darmflügel rüber und dann... Das muss erstmal irgendwie Remis halten. Mit Turm gegen vier Bauern. Und Läufer. Also natürlich, und diesen einen Bauern hat er auch noch da. Also den hier. Turmschach, okay. Tja, Mephisto, du bist ja der Einzige, der auf Remis spielt. F5. Ich dachte nach D5. Er könnte sich das sogar noch leisten, den Bauern zu holen. König Turm E7, A4, schlägt A3, G8, A2, A8 und dann ist der Bauer weg. Ja, H6 würde ich sagen. Er hat Angst um seine Bauern hier, wenn er rüber marschiert. Dass er sich die Bauern abkassiert und dann den Turm gibt und mit dem Bauern losmarschiert. Das ist auch eigentlich nicht so zu berechnen. Turm A4. Ja, ist ja eine Sache, ob man sich das erlauben kann, zum Königsflügel rüber zu marschieren. Und die Bauern flott zu machen. Oder man zieht jetzt D5. Also gefühlt würde ich sagen, kann man da vielleicht was machen. G5. D4, aber König D3. Ja gut, gefährdet ist, das weiß wohl nicht. C6. Nicht schlecht.
König E5 und danach D4. Zieht sofort D4. Das sollte man zumindest Remis halten. Der König kommt ebenfalls nach D3 und blockiert den Bauern. Und dann müsste man irgendwas mit dem Turm machen. König E5. König D3. D2. Naja, ich nehme mal an, vom Roma kann ich jetzt nicht erwarten, dass er das auf Gewinn spielt. Das König E2 kommt, dann sagen sie, okay, mein Baremie. Aber sich selber ein Freibauern bilden, wäre das überhaupt wieder was bringen? Die Frage ist, kann man das irgendwie austempieren? Turm A1. König E6. G4 wäre jetzt der einfachste Weg, aber dann hat er ja alle Bauern. Ja gut, wenn er auf G3 nimmt, fällt auch A5. Dann ist er sein Trumpf los. König D7. Ein bisschen defensiv wieder jetzt spielt hier der Super-Expert. König F5. Läufer G3, König G5. Da hat er zumindest schon mal einen Freibauern. Dann F4. Und so weiter. Läufer D8. Auch nicht. Kann er den Zugzwang bringen? König C7 verliert den A-Bauern. König E7 den G-Bauern. König D6 verliert einen der Bauern. Also mit F4 könnte er sich auch einen Freibauern holen. Macht aber nicht. Turm A2 ist der Zug der Stunde hier. Scheinbar. Ja, die haben, das sind ja nicht wie heutige PC-Programme, dass die einen dicken Klotz von Hashtables dann noch dran haben. Dass sie quasi jetzt hier aus die Endspieldatenbank zusammenrechnen würden mit den Hashtables, so stelle ich mir das vor, speichern würden. A1, A4, also das wird wohl Remis werden hier. Da muss man schon irgendwie einen Plan haben, das ist das Problem. Vielleicht wirklich F4 ziehen, sich einen Freibauern bilden. G4. Ach, will den G-Bauern wieder zum Freibauern machen. Und dann F4. König C8. Da spielt er jetzt doch ein bisschen arg defensiv. F4 schlägt, König schlägt. Genau. Das sieht wohl nicht mehr so gut aus. 2 Minuten 20 hat er noch für das Endspiel. Das Problem ist ja, dass der Turm auch nicht so, ja, ein bisschen was machen kann er ja. Das sieht nicht gut aus.
Meine Güte. Meine Güte. In der REM-Phase gefangen. Na, es droht ja erstmal Figuren gewinnen. Turm E7 Schach. Wo ich glaube, Turm B2 hätte es auch gebracht. Turm B2 mit der Drohung Turmschach hier. Er kann seine Bauern ja trotzdem nicht flott machen. D3. Es kommt. War super. Fängt's wieder an hier? Geht's wieder los? Machst wieder deine Updates oder was machst du jetzt? Oh, come on. Wer hat eigentlich darum gebeten, dass er jetzt hier anfängt rumzuleiern? Wie Zeit, dass was mal rausfliegt aus meinem Rechner. So was von keinen Bock mehr drauf. Hallo. Warum Rechner hat genug damit zu tun, zu funktionieren? Aber das gibt's doch gar nicht, das hört gar nicht mal auf. Hallo Rechner, aufhören! Bin was am machen, also ich glaube, da nehmen die gar keine Rücksicht drauf. Scheißegal, ob deine Update, ob da funktioniert, hier flüssig funktioniert. Ich will Updates machen. Das Problem ist so, dass das ganz schön viele Updates sind. Gestern Update, dann nochmal ein Update und noch wieder ein Update. Dann funktioniert einfach. Ich merke das, wenn die Maus so anfängt, so rumzuzucken. Meine Güte, das ist ja nie normal. Stop. Zed. Ja, ein Zug zwar kann er nicht bringen, also dass der König A5 ziehen muss und matt. Da muss er sich wohl vorher alle Bauern abpflücken. Turm D7 und dann den Bauern nehmen, den nächsten Bauern nehmen. Ich will doch eine Dame werden. Turm D3 ziehen. Ganz gemein. Der nächste Bauer will loslaufen. 3 Minuten 40 hat der Roma 2 noch. Das nervt immer, wenn man so eine Aufnahme macht und dann fängt er an rumzurucken. Das wird einfach in den Bauern einfach wegzuplästern, anstatt jetzt hier nach den tiefzügigen Mats zu suchen. Naja, also ich muss ehrlich sagen, das sind die Momente, wo ich immer so ein bisschen enttäuscht bin. Statt die jetzt hier nach dem Matt suchen, da pflücken die nächsten Bauern ab. Da würde ich doch lieber irgendwie Matt in 5 oder sowas sehen. Anstatt die so eine materialgeile Bauernpflückerei. Das gewinnt natürlich auch, aber ja. So wahnsinnig spannend ist das jetzt nicht. Resign. Ja, was soll ich sagen? Der Roma 2 hat gewonnen. Mehr als 6 MHz geht nicht bei dieser Version hier. Ich könnte ja mal nachsehen, ob noch irgendwie andere MHz-Zahlen am Start sind, dass ich dann 10 MHz nehme. Oder ich lasse den Diablo spielen. Da funktioniert komischerweise die Kunststoffversion besser als die exklusiv Diablo-Version. Aber ich muss mir erstmal ansehen beim Mess-Extra-Ordner, wo ich jetzt hier auch das hier habe.
Es ist hauptsächlich wegen den Korrekturfiguren, weil gerade wenn man sie nicht hat, dann passiert es und in der Hand und sowas. Was soll man sagen? Roma 2 gewinnt gegen Super Expert mit Notebook. Und wie es so häufig ist, wenn die ohne Buch spielen, dann schieben die früher oder später den anderen auch aus dem Buch raus und dann egalisiert sich das. So, ich bedanke mich. Vor allem, das hätte ja auch so in der Partie vorkommen können. Also der Super-Experte hat ja mit Theorie gespielt. Er ist ja einfach rausgekommen aus dem Buch. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.